Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Touring-Karte. Wir machen weiter mit Silage und Soja und Aussaat jeweils bei Raps. Wir wollten den Trecker zurück, zurückfahren zum Hof. Natürlich ging jetzt nicht aus, ne? Sonst ist ja meistens der Fall, dass er ausgeht. Aber in dem Fall nicht. Gut, wir fahren erstmal zurück. Wir machen jetzt keine Wartung, keine Reparatur, weil ich denke mal, die werden wir nicht alle verkaufen. Nur heißt hier nachher zum Winter hin, ne? Und dann nach und nach dann neu nachholen. Wenn ich die ganzen alten Mods mal gelöscht habe, Fahrzeuge, die nicht gebraucht werden. Und wenn der Standardfahrzeuge nicht ausreichend sind, dann kann man sich immer noch mal drauf holen. Man spart sich Platz ein und ich habe weniger Ladruckler und dergleichen. Also Probleme werden weniger werden. Darum geht es mir bei Autoload, würde ich soweit behalten, nicht möglich. Also die beiden für einmal für Stroh und für einfach Paletten und auch für Holz. Das wird bleibt die Hallen und die Hallen auf jeden Fall. Also die Hallen, ja, die Halle und das Lagerprinzip, ne? Die anderen kleinen Dinge müsste man nicht unbedingt behalten, weil wir ja im Prinzip, das haben wir ja im Grunde ja schon Verfügung. Wir haben es ja, man kann es ja kaufen, ne? Da brauchen wir zwar auch einen Mod zum Transportieren, aber das haben wir ja eigentlich. Und das können wir ja im Prinzip ganz schnell wieder aufbringen. Also ich hätte mir vor, die Datei absichern, separat. Und dann ist es... Notfalls kann man das immer wieder ranholen und dann auch nutzen. So, jetzt das wäre fertig. Soja, machen wir gleich mal Soja. Können wir gleich mal gucken. Die Aussaat läuft super, ist fast fertig. Und Soja ist auch Grunde durch. Dann machen wir gleich die Reste. Ja, wir werden jetzt eingreifen, also ich. Und dann gleich mal manuell den Rest nachholen. Dann haben wir alle unsere Früchte, die wir mal ausgesät haben und zugekauft haben als fertige Felder, abgeerntet. Und wir haben jetzt Mitte Herbst. Wir kamen sehr gut zurecht mit der Zeit. Im Großen und Ganzen. Aber ich werde trotzdem umspringen auf 3 Tage, weil dann kommen wir in der Jahreszeit schneller voran. Und wir können ja immer noch im extremen Notfall während der Ernte, wenn Wetter gut ist, auf 1 spielen. Und dann ist gut, ne? Also dann lieber nachts auf 30 oder auf 60. Und tagsüber auf 1, wenn es sein muss, besonders dann, wenn wir ernten müssen, wenn die Zeit nicht reicht. Aber dann haben wir die Jahreszeit in 3 Tagen rum, ne? Und dann können wir entsprechend rechtzeitig kriegen wir irgendwann noch unsere Kühe, ne? Unsere Kälber, ne? Wo wir mal Milch verkaufen können. Aber er hat nicht viel stehen lassen, ne? Muss man dazu sagen, ne? Also gut gearbeitet. Muss ich mal sehen, dass ich irgendwann eine andere Kursplay zum nächsten Mal halt, ne? Hier steht noch ein Strauch. Dann muss ich mal gucken, ob hier gepflügt werden muss. Glaube eher nicht, aber glaube es nicht wissen, ne? Das prüfen wir lieber. So, haben wir irgendwelche Probleme mit Aufnahme? Nicht? Ich habe die FPS mal höher gesetzt, auf 60.000. Würde mir am Hauptrechnerprinzip das Ding um die Ohren fliegen und meckern. Ausgelassene Frames, wie es schön heißt. Aber in dem Fall kommt keine Warnmeldung.
So. Müsste eigentlich fast alles erledigt sein. Ich glaube, da eine Ecke nochmal. Da ist nur ein Strauch. Den können wir ignorieren. Dann können wir den mal leer machen und gleich auch zurück zum Hof fahren. Raps wird dann bald fertig sein. Eine Aussaat. Cappuccino ist auch fertig. Und ich kann in aller Ruhe jetzt nachher Cappuccino bringen. So, vorne. Erstmal die Räder raus. Bisschen nach vorne fahren, weil bisschen besser. Macht man besser, wenn man drin bleibt, ne? Und dann wieder anhängen. Jetzt hängen wir wieder aus. So, nach vorne hängt, ja genau. Und das können wir mit V absenken und ausklinken. So, dann haben wir auch fertig. Fertig, Rohr ein und mit X zusammenklappen. So ist gut. Fertig, aus die Maus. War ja nicht viel, ne? War ja ein Klacks. So, können wir zurückfahren. Auf Richtung Hof. Aber man trinkt mal ein Cappuccino, ne? Ist schon heiß. Zuerst fährt man die Gusche und erst kalt. Aber er ist gut. Ihr wundert, ich habe eine neue Webcam. Die ist jetzt 4K. Jetzt bin ich im Voll zu sehen, ne? Oft nicht gut, aber gut, was soll's, ne? Ich habe hier keine Maske, dass ich mir ein bisschen schminken kann oder so. Nee, das mache ich nicht. Aber hier ist halt Natur. Beim Flügen? Ja, nee, doch. Hat er nicht alles genommen, ne? Oh, das ist nicht gut. Da muss ich viel nacharbeiten. Ja, man muss dazu sagen, das ist kein Flug, ne? Das ist eine Gruppe, der als Flugeigenschaften hat, sagen wir so. Und da sehe ich gerade, was nacharbeiten müssen. Und da will ich auch entsprechend andere Gerätschaften verwenden. Originalprinzip. Lieber die größeren Flüge und richtigen Traktoren dazu. Und lieber mit zwei, drei Fahrzeugen dann fahren lassen. Und so oft müssen wir auch nicht flügen. Normalerweise ja nur, wenn wir Mais machen oder Sonnenblumen, glaube ich. Wenn wir hier bei Gras nachher entsprechende Getreide draufbringen. Später mal, dann ist es dann auch eine Wurscht. Dann könnte man theoretisch auch. Braucht man auch nicht flügen, ne? Also. Ein bisschen die BGA füttern für einen schlechten Preis. Und bin ein bisschen enttäuscht. Aber es kann sein, dass er mit dem Update von Season auch die Preise wieder ein bisschen korrigiert wurden. Das kann natürlich sein. Ich habe mir die Beschreibung nicht durchgelesen, weil das ist ja meist auf Englisch und das kann ich ja nicht. Nicht ein Wort. Wenn das eine Online-Seite ist, dann kann man das besetzt lassen. Mache ich meistens auch, aber in dem Falle, wenn das jetzt hier bei ModHub steht, kriegt nicht hin. Muss ich auch nicht, gar nicht probieren. Das ist, ich habe es nie gelernt und ich wollte es nicht lernen. Und damals als Schüler, was soll ich mit dem Mist? Braucht das sowieso nicht. Ne? Hätte doch nie dann gedacht, dass man PC und so alles kommt. Ne? Eher Russisch gelernt oder so. Ne? Aber das wollte ich auch nicht. Das war mir auch Anführungszeichen so blöd, weil auch zu schwer. Also, das war ja richtig. Also, ich habe gesagt, das brauche ich nicht. Wozu? Was soll ich mit dem Mist? So, mal gucken, was die der Arbeit nicht mehr ist er voll. Dann ist er voll. Ist er auch voll? Hier ist auch voll. Dann fahren wir mal zum BGH. So ein bisschen Geld verdienen, ne?
250 Liter. Früher, wenn ich daran denke, 900 hat es ganz am Anfang gebracht. Ne? Also da hast du ja Vermögen verdient. Aber ich glaube, es ist auch eher realistisch. Realistische Preise. Ich habe halt auch ein Schild da, Subversion, jeden Tag 100.000 von oben. Das ist ja heutzutage, Bürokratie ist ja extrem hoch. Sobald du Geld haben willst von der EU oder vom Staat, hast du einen Aufwand, also bürokratisch, immer so hört, ne? Dann musst du mehrere Formulare ausfüllen, ach, uff. Kontrollen ergehen lassen, gut, das muss sein. Gibt sicherlich auch genug Betrug, ne? Aber dann soll sie lieber den Bauern den gerechten Preis geben fürs Wasser, was er macht, und dann brauchen sie nicht schützen, ne? Das ist so alles Umfinanzierung. Der eine zahlt Steuern mehr, damit das andere finanziert wird, und dann nachher kriegt der Bauer das Geld vom Steuer wieder. Also das ist ein Quatsch. Und dann bezahle ich im Laden gleich ein bisschen mehr und zahle am Ende aber weniger Steuern, ne? So. Ist dann auch wieder leer. Also, die BGH muss richtig ein Loch haben. Blocking, der ist fertig. Achso. Einer ist fertig mit dem Düngen. Beziehungsweise mit der Aussaatraps. So, ich wollte schon mich fortbewegen mit Lenkrad. Theoretisch wäre es machbar, ne? So, der nächste ist voll. Können wir den nächsten voll machen lassen, ne? Kann das Förderband arbeiten? Das ist ja ganz gut so. Ja, das lohnt sich schon. Von der Menge her hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Tut es ärgerlich, wenn ein bisschen weniger Geld frisch ist, ne? Aber ist halt so, ne? Das können wir nicht ändern. Das ist so eingestellt. Fertig. Ist halt so. Das kann man nicht ändern. Ist das so. Ja, 900 war es Anfang immer gewesen. 900 gewesen. Und da war noch kein Seasons. Aber ich weiß nicht genau, da muss bei Seasons auch noch gepasst haben. Also vom Preis her. Und hat sich nun komplett geändert, ne? So, schauen wir gleich nach, was der Arne gemacht hat hier, die Aufsaat. Ob das passt. Und da wollen wir beim Pflügen nacharbeiten. Das stellenweise habe ich gesehen, das war zu viel. Kann man nicht hin. So. Schon wieder 17 Uhr ein Spiel, ne? Wahnsinn. Ja, bei mir auch gleich. Und so weiter geht. So, das läuft. Und das muss ja mit Kurve sein. So, jetzt ist er BGH voll. Mit 80.000. Ich gehe mal gleich gucken. So. Der ist dann auch mit bei. Und der muss noch zurückfahren. Und da muss man gucken, ob wir noch mehr flügen müssen. Also 42 muss auch gepflügt werden. Das passt ja gleich. Da kommen wir gleich um die Ecke. Dann können wir gleich weitermachen. So, die 48 ist noch bei und die 49 ist gut. Das heißt, hier ganz kurz gucken. Wir werden die Ecken nacharbeiten, weil wir Zeit haben. So, dann gehen wir gleich hier vorne an. Rechts. Da sehe ich so eine kahle Stelle, aber das ist nicht die Rede wert. Deswegen machen wir jetzt nichts.
Aber da vorne war ein bisschen mehr. Hält sich aber auch in Grenzen. Bremse. Mal kurz gucken. Und dann die Kurve am Rand werden wir nichts machen. Aber ist, oder? Was meint ihr? Im Grunde sind wir eh schon da sind, ne? Kratzen mal die Ecke auch mit dem Ram am Rand hier. Und dann ist gut. Ja, da wo Getreide ist, kann ja kein Getreide mehr rauf, ne? Gras genügt aber ein Feld. Ja, also Gras will ich kein weiteres Feld machen. Jetzt wo die BGH-Preise so schlecht sind. Ja, muss ich überlegen. Wir können ja auf vielen Feldern ja im Frühjahr Soja und Sonnenblumen aussehen. Kartoffeln und Rüben, da sind wir aktuell noch schlecht aufgestellt, maschinenmäßig. Und hier ist auch gut. Da vorne sieht noch eine kahle Stelle, eine kleine. Aber die ist so vernachlässigen und auch eine Ecke sowieso, da kommen wir eh nicht ran und mit Dreschen. Gut. Sandklappen. Fahren wir zurück. Ah, Nase juckt. Das Vorgängerbüro. 5. Oh, haben wir Glück. Gleich kommt Timer. Mach mal piep piep. Piep piep mal gleich auf. Ich red und red, ne? Und die Zeit ist um. So, fahren wir zurück. Und dann schauen wir in den nächsten Acker. Und dann einen Flug gleich umbauen. Zum nächsten, ne? Muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Weil hier mit Kurve ist. So liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und Ciao, Ciao. Das geht ein paar Minuten weiter. Ne? Da kommt die zweite Folge. Wer möchte, kann gerne reinschauen. Ansonsten morgen weitere Folge. Jeden Tag 2 aktuell. Ja, denke mal, behalte ich mal so bei. Bis ich mir das wieder überlegt habe. Aber denke mal zuerst. Aktuell 2 Folgen pro Tag, je Karte, vorankommen heißt die Devise, ne? Kleckern, wir kleckern nicht, wir klotzen, ne? Hau rein und tschüss und Dankeschön fürs Reinschauen.